nicht so sicher in dem Ding. Ne, überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil es fährt sich einfach wie Scheiße. Officer Creeks meldet sich zum Dienst. Mit dabei habe ich meine Rekrutin, die Anna. Unterwegs sind wir auf Streife, nur für euch, um eure Sicherheit zu garantieren. Heute suchen wir Niklas Zeutschner. Alter 16 Jahre, er wurde von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Es wird vermutet, dass er von zu Hause weggelaufen ist. Ich muss ihn identifizieren und dann auch mit ihm sprechen, damit er psychologisch wieder auf dem Stand ist, nach Hause zu seinen Eltern zu gehen. Ja, das ist heute meine Aufgabe und ich denke, das Reden wird auf jeden Fall auch die, das Flittchen hier, was wir dabei haben, übernehmen, weil sie kennt sich einfach wunderbar mit pubertierenden Jungs aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Und zwar auch auf ganz, persönlicher Ebene. Und heute nehmen wir wieder den BMW M-Trash oder weißt du was? Eigentlich könnten wir auch mal hier den Transporter nehmen. Weil mit dem kann man wahrscheinlich dann Gefangene direkt selber abtransportieren. Also das wäre mal geil. Ja. Okay, ab geht's. Wir suchen den Typen. Wow, das Teil driftet ja wie nix. Ich fühle mich so sicher in dem Ding. Ne, überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil es fährt sich einfach wie Scheiße. Alter, ich gehe nochmal zurück und wechsle das Auto. Die Karre fährt sich richtig beschissen, kann ich euch sagen. Ich weiß gar nicht, wo wir hergekommen sind. Ungefähr von hier. Dann hier runtergefahren und fast gestorben. Ja, hier ist die Polizei. Oder nicht? Da ist die Polizei. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Ja, ich komm gleich. Naja, jetzt nicht direkt, aber bei einem 16-jährigen Jungenschuhen, würde ich sagen. Bei kleinen Kindern sieht das nochmal anders aus. Oh, ich wollte den fast umfahren schon. So. Erstmal rausgehen. So, jetzt kann die Sozi-Tante hier mal was reden. Ja, guten Tag. Die Person heißt Hannah Gonzales. Sie sagt aus, dass der Unfallverursacher Fahrerflucht begangen hat. PTUZ 48. Stoppen Sie das Fahrzeug des Täters, nehmen Sie ihn fest und transportieren Sie. Okay, aber Sekunde, ich muss kurz hier. Und dann noch. Alter, bist du behindert? Seid ihr eigentlich alle grenzdebil, Mann? Ohne Scheiß. Alter. Ja, okay. Ja, ich heiße Lilly Apple und
Ich habe jemanden angefahren und dann bin ich einfach weggefahren. Ich konnte den Druck nicht ertragen und die Frau hat so geblutet. Ich weiß nicht, ich konnte nichts machen. Und das war. Liebe Frau, Ihre menschliche Schwäche, die schützt Sie nicht vor Straße. Straße? Was, wenn Sie mal auf der Straße sind? Okay. Ja, Sie werden jetzt abgeführt, verehrte Frau. Ja, das kann so ja nicht angehen. Weil so viele Mongos so wie Mongos gefahren sind. Ja, aber echt auf dem Weg. Sehr schön. Also, uns haben vorher übelst viele weggerammt. Diese Wichser. Die Steuerung von dem Spiel ist so scheiße, muss ich euch sagen. Ja, abschleppen lassen. Abschleppfahrzeuge an. So. Jetzt sollte ich vielleicht mal einen Niklas finden. Alter, was sind das für behinderte Kinder? Ganz im Ernst. Achtung, Person festnehmen und abtransportieren lassen. Jetzt machen wir den krassen Pfefferspray-Trick. Chica! Bitch! Ja, bitte raus. Ey! Alter, habt ihr schon mal Pfefferspray in die Fresse gekriegt? Per Zufall habe ich schon mal Pfefferspray in die Fresse gekriegt und ich verspreche euch. Also nicht in die Fresse, aber ich habe das schon mal erlebt im gleichen Raum und so. Und das war auch. Das war wirklich ein Raum. Ihr müsst euch vorstellen, keine Ahnung, 4 auf 4 Meter, 4 auf 4 Meter, 16 Quadratmeter. Und das war nicht lustig, also Pfefferspray ist ein bisschen übler als hier dargestellt. Der rennt einfach weiter, Alter. Eigentlich wäre der am Boden, der will sich krümmen, Junge. Okay, dann mal los. Dummen Spastis. Alter! Wie fährt sich die Karre denn bitte? Wir müssen eigentlich mal zurück. Wir müssen mal zurück zur Einsatzzentrale und ein neues Auto holen gehen. Kann ja so nicht angehen. Ich dachte, unsere Daily-Aufgabe ist es, den kleinen Cap. Man kann hier ernsthaft in die Häuser rein. Okay, nicht schlecht.
Habe ich jetzt nicht kommen sehen. Weil es sind ziemlich... Alter, der kommt mir gerade übelst verdächtig vor. Okay, ich lasse den mal laufen. Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Passant wurde von einem PKW angefahren. Bewerten Sie die Situation vor Ort. Alter, Randstein ist einer zu viel für das scheiß Auto, ne? Alter, ernsthaft? Sie haben Autolacksplitter und einen Reifenabdruck sichergestellt. Lassen Sie Indizien im forensischen Labor der Polizeistation. Bringen Sie das Beweismittel, das Sie an der Unfallstelle gefunden haben. Ja, ich sollte vielleicht noch kurz. So schnell wie möglich ins forensische Labor. Das ist mit dem hier. Steigen Sie doch mal aus hier. Alter, die andere... Oh, gut, dass wir jetzt gerade da sind, dann können die uns ein neues Auto snacken. Nö, man hat genau ein... Es kommt gar nicht drauf an, ob man das Fahrzeug wechselt. Habt ihr das hier unten vorher gesehen? Das kam gar nicht drauf an. Es wird als gleiches Fahrzeug gewertet.
Deswegen hat sein Nummernschild abgenommen. Die Person. Ey, wieso verhaftet ihr mich? Das ist voll ungerecht. Ja, der gute Herr, blasen Sie erstmal. Oh, ja, okay. Polizeitransporter, bitte so. Und dann auch noch bitte ein Abschleppwagen. Ja, Sie müssen sich hier gar nicht so beschweren, ja, guter Herr. Sie wissen genau, wieso wir Sie verfolgen, ne? Unmöglich. Guten Tag. Ja, okay, ich geb's ja zu. Ich hab die alte Frau überfahren und bin dann weggefahren, aber ich wusste nicht, was tun. Ich hatte keine Rufnummer und ich hab Frau und Kinder und... Jetzt halten Sie die Fresse, ganz im Ernst. Guter Herr, das geht so nicht. Vielleicht hatte die Frau auch... Frau und Kinder. Vielleicht war es eine Kampflesbe. Vielleicht war es eine ganz normale Lesbe. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden sie jetzt abgeführt, aber erstmal machen wir zwei einen Alkoholtest. Und zwar testen wir heute Whisky. Okay, und sie sind sogar positiv auf Alkohol. Das ist ja mal die Höhe. Sie sind positiv auf Alkohol. Wollen Sie mich verarschen? Das ist ja wirklich... Also, nee. Also wirklich, das war komplett unverantwortlich von ihm, dass da jetzt eine alte Frau und ihre lesbische Lebenspartnerin darunter leiden mussten. Das kann ich so nicht akzeptieren und ich finde das einfach nur falsch. Ja, ich würde sagen, ich gehe heute erstmal ab unter die Dusche nach Schichtende.
das hat gut funktioniert. Ja, ich weiß, danke. Ich bin halt langsam einfach ein geskillter Polizist, ne? Renn, bitte geh auf Rot. Ja, Mann. Ey! Der ist besoffen. Der ist besoffen. Einsatzfahrzeug wird benötigt. Ja, guten Tag. Ja, wie Sie gefahren sind, geht ja gar nicht. Also echt. 0,0 und das ohne Alkohol. Wollen Sie mich eigentlich verarschen, der Herr? Wollen Sie mich verarschen? Das geht ja überhaupt nicht. Ja, gut, dann fahren Sie einfach weiter, aber kommen Sie... Was ist das für eine hässliche Farbe? Sie verschandeln regelrecht Ihren BMW X5. Echt jetzt. Sie kaufen sich ein teures Auto... Und dann verschandeln sie das so. Sie müssen irgendein Mafiosi sein. Nee, wirklich. Ah, eieiei. Dann gehen sie halt weiter. Wurde Falschgeld aufgefunden. Untersuchen Sie das Falschgeld vor Ort. Finden Sie die Person, die das Falschgeld in Umlauf gebracht hat. Und nehmen Sie sie fest. Wow, fast wäre ich gestorben. Okay, dann mal los. Nee, diese Folge sterbe ich nicht. Ja, hallo, ich bin die Lena Epple und ja, ich habe halt heute Morgen den Tresor ausgeräumt oder ein bisschen abgestaubt oder habe ich rausgefunden, dass da auf jeden Fall ein wenig Falschgeld versteckt ist, ja. Und das war mir vorher noch nicht bewusst, aber ich habe das heute rausgefunden und ich bin so aufgeregt, ich habe noch nie was mit Falschgeld zu tun. Und jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll, deshalb habe ich erst einmal die Polizei gerufen. Ja, okay, das ist kein Problem. Ich werde es jetzt erstmal überprüfen, ja, okay. Anscheinend ist ja alles in Ordnung. Ob das Falschgeld war. Okay, anscheinend haben sie keinen Alkohol getrunken. Oder ist das Gerät kaputt? Hauchen Sie mich mal an. Ja, direkt ins Mund, bitte. Ja. So, jetzt bringen wir diese scheiß Samples mal hier
schnell dahin, ne? Und dann wissen die Kollegen Bescheid. Er filtert hat inkorrektes Fahrverhalten. Ja, das kann ich so unterschreiben. Hä? Ah, da vorne ist er. Ups. Was ist passiert? Habe ich jetzt einen Menschen angefahren oder was? Ich war auf die Karte am gucken. Hey. Okay. Naja. Wir haben es probiert. Ich habe euch eigentlich gesagt, ich werde dieses Mal nicht stark verletzt im Krankenhaus enden, weil das ist ja auch eine Belastung für die Familie und... Okay. Ich muss mich fangen. Ich muss stark sein. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend. Abend oder Tag oder Leben. Ich hoffe, euer Leben wird noch lange sein. Haut da rein.